Hallo, seit dieser Woche sind wir 70.000. 70.000 Menschen, beziehungsweise mittlerweile ein paar mehr, haben meinen Kanal abonniert. Vielleicht auch ihr. Herzlichen Dank an alle, die mich in letzter Zeit abonniert haben. Ich habe mir überlegt, wenn wir eine Party feiern würden, um diese 70.000 Abonnenten zu feiern und jeder einen Kuchen mitbringt, dann hätten wir, glaube ich, für die nächsten 10 Jahre zu essen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Jetzt machen wir aber erstmal einen Wochenrückblick, schauen, was diese Woche so wichtig war. Und da müssen wir natürlich über die Halbinsel Krim sprechen, die wieder für viel Ärger gesorgt hat. Warum, das erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt. Da rollen wir die ganze Geschichte nochmal ein bisschen auf. Und wir sprechen über eine Gegend in Italien, die nicht mehr länger italienisch sein möchte. Klingt zuerst mal unverständlich, aber warum das so ist, das erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt. Es gibt wieder ein Fail und einen Win, indem ich euch diesmal einen Kanal empfehle. Jetzt sprechen wir aber erstmal über Russland und darüber, dass Russland seit dieser Woche etwas größer ist. Russland hat sich in etwa um die Fläche von Hessen vergrößert. Klingt zuerst mal gut, klingt aber auch zuerst mal gar nicht so großartig, denn Russland ist so riesig, da macht diese vergleichsweise winzige Fläche eigentlich nicht so viel aus. Aber das Ganze ist politisch extrem brisant. Denn die Fläche, die zu Russland dazugekommen ist, ist die Halbinsel Krim. Über die Geschichte dieser Halbinsel habe ich euch in diesem Video hier schon mal etwas erzählt. Ich fasse es nur mal ganz kurz zusammen. Die Krim war mal osmanisch, dann wurde sie ukrainisch, dann wurde sie russisch, schließlich wieder ukrainisch. Und es ist so, dass auf der Krim sehr viele russischstämmige Menschen leben, ungefähr 60%. Und als es die Revolution in der Ukraine gegeben hat, vor einigen Wochen, als ein Regierungswechsel eingeläutet wurde, da hat sich Russland, so der Vorwurf des Westens, das zunutze gemacht, hat gesagt, so und jetzt holen wir uns die Krim wieder zurück, hat Truppen auf die Krim geschickt, sagt der Westen, und hat dafür gesorgt, dass es ganz schnell eine Volksabstimmung darüber gibt, ob die Krim zurück zu Russland kommen soll. Und was soll ich sagen, diese Volksabstimmung hat es am letzten Sonntag gegeben. Mehr als 96% der Menschen auf der Krim haben sich laut dieser Volksabstimmung dafür ausgesprochen, dass die Krim russisch wird. Und diese Woche am Dienstag hat Russland auch dann ganz offiziell gesagt, okay, wir nehmen dieses Ergebnis an und wir nehmen die Krim wieder zurück zu uns. Und seitdem ist Russland eben ein bisschen größer und die Ukraine ein bisschen kleiner, weil die Halbinsel Krim jetzt eben wieder zu Russland gehört. Das gefällt dem Westen, vor allem der EU und den USA, gar nicht. Die sagen, das ist alles gegen das Völkerrecht. Russland hat sich einfach so die Krim einverleibt, hat dieses Volksbegehren, hat diese Volksabstimmung erzwungen und das darf so nicht sein. Und jetzt gibt es Sanktionen des Westens gegen Russland. Einige wichtige oder mehr oder weniger wichtige russische Menschen dürfen nicht mehr in die EU und in die USA einreisen. Es gibt verschiedene Wirtschaftssanktionen, unter anderem auch gegen eine russische Bank. Und die USA haben gedroht, wir werden da noch viel mehr machen, wenn sich Russland nicht doch noch entschließt, die Krim wieder zurückzugeben. Gleichzeitig, das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, hat Russland auch reagiert, hat auch verschiedene Sanktionen erlassen. Verschiedene Amerikaner dürfen nicht mehr nach Russland und so weiter und so fort. Und so steht man sich sehr unversöhnlich gegenüber. Und es gibt auch Leute, die befürchten, dass andere Teile in der Ukraine, in der besonders viele Russen leben, demnächst auch von Russland, ich nenne es mal, einverleibt werden. Das ist so die Sicht des Westens. Zwei Dinge finde ich dabei ziemlich interessant, nämlich einmal, dass bei dieser ganzen Geschichte immer vom Anschluss der Krim an Russland gesprochen wird. Und das finde ich deswegen interessant, weil dieser Begriff Anschluss eigentlich historisch vorbelastet ist. Und zwar hat man damit immer den Anschluss Österreichs an Deutschland bezeichnet, also quasi die Übernahme, die Hitler gestartet hat, indem er sich einfach Österreich einverleibt hat in den 1930er Jahren. Brauche ich jetzt nicht genauer ausführen, aber interessant, dass da eben seitens der Medien Parallelen offenbar gezogen werden, weil man dieses historisch belastete Wort verwendet, des Anschlusses. Und interessant ist auch bei dieser ganzen Sache, dass sich eben so viele Menschen auf der Krim ausgesprochen haben für eine Rückkehr, nenne ich es mal, zu Russland. Ich meine, es sind fast 100%. Man muss sagen, sie hatten gar nicht die Wahl dagegen. Sie konnten nur sagen, wir wollen mehr Autonomie oder wir wollen zu Russland, okay, muss man fairerweise feststellen. Aber ich finde, es spricht auch sehr dafür, wenn sich so viele Menschen für einen Beitritt zu Russland aussprechen auf der Krim, dass es für die Menschen dort auch das Beste ist. Nachdenkenswerte Dinge, mehr dazu habe ich euch in der Infobox verlinkt. Es gibt aber auch noch eine andere widerspenstige Gegend, und zwar ist das die Gegend Venetien in Italien. Das ist die Gegend rund um Venedig, und Venetien möchte nicht mehr länger italienisch sein.
beziehungsweise einige Menschen in Venetien möchten nicht mehr länger italienisch sein. Das Ganze geht aus von der Partei Lega Nord. Das ist eine rechtspopulistische Partei, wie man immer so sagt, in Italien. Die sagt, wir, der reiche Norden in Italien, müssen den armen Süden durchfüttern und das kann nicht sein. Wir wollen uns irgendwie unabhängig machen. Und in Venetien haben jetzt einige Leute, die von der Lega Nord angeführt werden, die Initiative ergriffen und haben gesagt, so, und jetzt starten wir eine Volksbefragung und sind dafür, dass Venetien künftig ein eigenes Land wird, ein eigenes Land in Italien. Das gibt es ja schon, nämlich den Vatikan, künftig dann vielleicht ein zweites. Diese Volksabstimmung läuft momentan übers Internet, wobei man sagen muss, die hat eigentlich keinen politischen Wert und auch keinen rechtlichen Wert, denn egal, was auch immer da rauskommt, das Ganze ist nicht legitimiert. Aber es ist ganz spannend zu sehen, dass es eben Regionen gibt, auch außerhalb Russlands und der Ukraine, die eigenständig werden wollen. Übrigens auch in Schottland oder in Spanien, das wisst ihr ja vielleicht auch. Auch da gibt es Bestrebungen, dass bestimmte Regionen eigenständig werden. Und ich sage einfach mal ganz dreist, dass es das auch in Deutschland gibt. Wenn ihr mal guckt, wie das zum Beispiel in Bayern ist, dann bekommt man manchmal schon den Eindruck, dass manche Bayern lieber auch ein eigenes Land hätten. Deswegen heißt es ja auch Freistaat Bayern und nicht wie bei anderen Bundesländern einfach nur Bundesland Bayern. Das aber auch nur am Rande. Kommen wir zum Fail der Woche und der Fail der Woche ist eine lustige Geschichte, finde ich. Und zwar geht es da um diese harmlose Hundedame. Alexa heißt diese Hundedame, ist ein Dackel, 10 Jahre alt und Alexa ist ein Kampfhund. Zumindest, wenn es nach dem Verwaltungsgericht in Gießen geht. Das hat nämlich jetzt beschlossen, dass Alexa ein Kampfhund ist und dass deswegen der Besitzer weiterhin 500 Euro Hundesteuern zahlen muss statt 50 Euro. Euro Hundesteuern, wie es normal ist bei normalen Hunden. Also 500 Euro pro Jahr für Alexa. Der Hintergrund ist, dass Alexa vor einiger Zeit, vor ungefähr 4 Jahren, einen Mann ins Bein gebissen hat und der das angezeigt hat und so. Und dann kam es eben dazu, dass Alexa als Kampfhund eingestuft wurde. Wobei man dazu sagen muss, das sagt der Besitzer, dass dieser Mann Alexa mit Steinen beworfen hat und das nur eine Reaktion war. Aber das ist dem Gericht egal gewesen. Das Gericht hat gesagt, nein, dieser Hund ist nach wie vor gefährlich, denn er hat mal jemanden gebissen. Win der Woche ist diesmal ein Kanal, ich habe schon angekündigt, und zwar dieser Kanal hier, So und So gesehen heißt dieser Kanal. Ist relativ frisch auf YouTube, den habe ich neulich entdeckt. Da ist ein netter junger Mann, Ben heißt der, und Ben macht so ein bisschen was Ähnliches wie ich bei Mirkos Meinung. Er macht nämlich Videos, in denen er seine Meinung zu bestimmten Themen sagt, aber nicht nur quasi eine einseitige Meinung, sondern er beleuchtet erst die eine Seite und dann die andere. Deswegen So und So gesehen. Er hat zum Beispiel über die Ukraine gesprochen, über den Fall Hoeneß und vieles mehr. Schaut einfach mal in diesen Kanal rein, kann ich euch sehr empfehlen. Finde ich sehr interessant und vor allem total gut produziert von der Videoqualität her. Viel besser als meine Videos. Vor allem schwirrt bei ihm nicht so eine Fliege die ganze Zeit durchs Wild wie bei mir. Das irritiert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Deswegen beende ich jetzt ganz schnell dieses Video. Empfehle euch noch dieses Video hier von mir, habe ich am Mittwoch hochgeladen. 10 Dinge, die ihr über die Uni wissen solltet. Und was ihr auch wissen solltet, ist, was am Mittwoch kommt. Und zwar zur Feier der 70.000 Abonnenten mal wieder etwas Besonderes aus der Reihe Wissen to go kontrovers, nenne ich es einfach mal. Eine Prostituierte packt aus. Also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern eine Prostituierte erzählt über ihre Arbeit als Prostituierte. Wenn euch das Ganze interessiert, dann am Mittwoch hier auf diesem Kanal reinschauen. Da gibt es das Video. Danke fürs Zuschauen. Schönen Sonntag noch. Bis dann. Ciao.